Was sagen denn Besucher, wenn sie hier mal in den Bunker kommen? Also die meisten Besucher kommen ja mit der Vorstellung, mit irgendwelchen Vorstellungen von Bunker und Bunkerwohnen. Die gehen durchs Treppenhaus und sehen noch alles grau. Und dann kommen die in meine Wohnung und sind mal völlig erstaunt, baff erstaunt und denken, boah, sowas haben wir uns nicht vorgestellt. Die meisten gehen wieder raus und sagen, das ist ja mal was ganz Besonderes. Sowas würde ich auch gerne haben. In der Wohnung selbst deutet nur noch wenig darauf hin, dass hier einst Menschen Schutz vor Bomben gesucht haben. Ganz, ganz viel ist nachgeahmt worden von anderen Bunkerbewohnern, die auch gesagt haben, sowas wollen wir auch. Wir wollen so eine grüne Wand, wir wollen ein querliegendes Fenster. Und vieles ist dann ähnlich geworden und hier einfach abgeguckt. Der untere Teil des Bunkers ist weitestgehend im Originalzustand erhalten. Auch im Außenbereich hat sich am ursprünglichen Zustand kaum etwas verändert. Also diese Außenwand haben wir extra gelassen, weil wir auch dachten, es ist erstens ein Stück Originalbunker und zweitens ist es natürlich auch sehr dekorativ. Was die meisten Besucher auch überrascht, was mich selbst auch überrascht hat, ist, dass es eigentlich Beton ist, aber es sieht gar nicht aus wie Beton. Das liegt daran, dass da sowohl eine Eisenverstrebung drin ist, als auch ganz viele Steine, Kieselsteine. Und durch das Aufsägen mit dieser Seilsäge werden die radikal glatt durchgeschnitten. Und das ergibt eigentlich ein sehr, sehr schönes Muster.